Guten Abend und natürlich herzlich willkommen zu unserem nächsten Webinar hier bei JFD Brokers. Mein Name ist Stefan Fredrichowski, gewissermaßen wie gewöhnlich zu dieser Art von Webinar, zu dieser Art von Stunde. Und noch natürlich allen wirklich ein herzliches Willkommen hier heute Abend am 25. Oktober 2017. Mann, das Jahr, das schreitet ja wirklich, wirklich, wirklich voran. Ja, was haben wir heute vor? Der große Strategie-Review. Naja, ist ja vielleicht mal ein bisschen ungewöhnlicher Titel. Hat aber einen ganz einfachen Aspekt, weil wir haben einiges an Strategien in den letzten Monaten. Jetzt ist so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr her, dass wir diese ganze Webinarreihe hier begonnen haben. Und so die ein oder andere auch ganz konkrete Strategie natürlich hier entworfen. Und ja, bei mir gehört es dazu, dass ich sage, hey, na, ich rede nicht nur über Strategien, sondern ich will auch wirklich zeigen, was für Ergebnisse wir mit diesen Strategien erzielen. Und von daher werden wir natürlich heute mal durch ein paar Konten rauf und runter gehen. Man könnte das, wenn man es ein bisschen salopp ausdrückt, auch einfach sagen, tja, ich mache gewissermaßen Striptease. Soll heißen, ich werde zeigen, was denn mit welcher Strategie wie wo passiert ist. Und das natürlich auch wie immer offen und transparent. Also von daher ist vielleicht auch mal eine besondere Sache. Ja, nicht nur einfach zu sagen, gestern bin ich long im Euro-US-Dollar gegangen und heute freue ich mich über den Gewinn. Nein, sondern einfach mal zeigen, wie es denn real in echten Konten läuft und darüber auch wirklich ganz transparent zu berichten. Das Gute vielleicht für den einen oder anderen, es gibt dann gewissermaßen so en passant noch so einen Schnelldurchgang durch so ein paar Strategien, die wir hier mal entworfen haben. Ihr findet die übrigens auch alle als Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal von JFD und das wäre auch gleichzeitig der Suchbegriff bei Google JFD Brokers YouTube und ihr landet automatisch auf dem YouTube-Kanal. Und da findet ihr auch von allen vergangenen Webinaren entsprechend die Aufzeichnung. Und auch heute wird es natürlich wieder eine Aufzeichnung geben, die wird dann ab morgen auch wieder dort dann verfügbar sein. Jetzt erreichen mich hier schon einige Nachrichten und da muss ich mal schnell ein bisschen durchgehen. Und da werde ich nochmal gefragt, hey, wenn es von einem älteren Webinar nochmal eine Nachfrage gibt nach irgendwelchen Folien oder auch nach Excel-Sheets, kein Problem. Einfach eine E-Mail an mich schreiben, nämlich hier unten s.friedrichowski@jfdbrokers.com. Bitte genau sagen, von wann das Webinar war oder wenigstens den Webinartitel, sonst wird es nicht so ganz so einfach für mich, das jeweils zu finden. Aber da kommen wir auf jeden Fall zusammen. Also geht gerne, einfach kurze E-Mail an mich. Dann wird mir schon gesagt, dass bald Weihnachten ist. Naja, das stimmt. 2 Monate noch, dann haben wir es schon. Genau. Also immer mal so ein bisschen hier natürlich, ihr wisst, die Chatfunktion könnt ihr nutzen und was anderes, was natürlich hier auch immer zu nutzen ist, also für diejenigen, die live dabei sind, hier während des Webinars könnt ihr auch die Folien des aktuellen Webinars wiederum auch direkt herunterladen. Einfach in dem GoTo-Webinar Control Panel habe ich die Folien schon zum Download bereitgestellt. Ist heute fast noch ein Ticken wichtiger, wenn man wirklich ganz genau so das ein oder andere mal mit traden möchte. Gut, also das mal vorweg. Mal schauen, wie eigentlich das heute mit der Zeit so hier hinkommt. Und oh, da erreicht mich noch ein Gruß. Hallo Urlauber. Ja, es stimmt. Ich war tatsächlich für 4 Tage unterwegs, mal abseits, aber bin dann gestern Nacht wieder zurückgekommen und wie ihr unschwer erkennen könnt, hier auch dann gleich wieder live. Gut. Was haben wir heute vor? Bevor wir wirklich loslegen, ihr kennt es, ich muss einmal kurz mal diese Folie zeigen. Gerade wenn wir über Strategien reden, müssen wir immer sicherstellen, dass ihr natürlich auch wisst, hey, final handelt ihr auf eigene Verantwortung. Wie soll es auch anders sein? Und das kann und soll natürlich niemandem abgenommen werden. Deswegen immer mal einmal der Hinweis hier auf diesen sogenannten Risk Disclaimer. Damit wir das auch nochmal hier sicherstellen.
meine Bemerkung über Weihnachten, die mir hier zugereicht wurde, führt jetzt schon dazu, dass schon jemand Geschenke entgegennehmen möchte. Naja, dann betrachtet einfach mal dieses Webinar als das Vorweihnachtsgeschenk von heute. Gut, ansonsten, ja, was machen wir konkret? Ich will nochmal kurz darauf hinweisen, dass bald die WOT ist, also die ist jetzt in einem Monat schon mittlerweile Vergangenheit. Da ist natürlich JFD vertreten und ich selbst bin da auch. Dazu aber gleich nochmal mehr. Und dann will ich nochmal kurz sagen, wenn wir heute so ein bisschen so ein Strategie-Review machen, was eigentlich, wenn ich auf Konten schaue, was ich mir dann eigentlich anschaue und wie ich gewissermaßen ein Konto beziehungsweise eine Strategie überhaupt beurteile. Das ist jetzt nicht was grundlegend Neues, soll aber einfach nochmal kurz wieder den Blick schärfen, wie man da eigentlich am schnellsten vorgehen kann und worauf es dann wirklich ankommt. Weil wie immer gilt, einfach nur zu sagen, ja, super Profite, alles bestens, schön. Das ist nicht so ganz wirklich alles. Aber dazu natürlich dann auch später natürlich nochmal mehr. Ansonsten, welche wollen wir uns mal hier heute genauer angucken? Wir hatten mal einen DAX Day of Week Seasonal. Das ist gewissermaßen, deswegen steht er hier auch als allererstes, es ist die vielleicht in der Umsetzung einfachste Strategie überhaupt, die wir hier in den letzten Monaten entwickelt haben. Und ja, die wollen wir uns natürlich auch mal angucken, weil sie wirklich besticht durch ihre Einfachheit. Und zweiter Aspekt, das fand ich mal ganz nett, auch im Nachgang auf dieses Webinar gab es mal von jemandem die Rückmeldung, hey, oh, Seasonal, oh, jetzt kommt der Stefan auch noch damit, was soll das nur werden? Seasonals haben doch meistens das Problem einer mangelnden Statistik, war auch gleich nämlich die Bemerkung von dem entsprechenden Zuhörer. Aber als er dann genauer gemerkt hat, hey, wir machen ja doch ein bisschen mehr und so, dass wir auch was statistisch Belastbares haben, da wird's dann doch mal wieder interessanter. Ich habe halt nicht ganz so, ich bin nicht ganz so glücklich mit anderen Seasonals, die so ganze Jahre miteinander vergleichen oder Monate. Nicht, weil ich glaube, dass das nicht stimmt, nee, sondern einfach nur, weil ich sage, die Statistik ist nicht ausreichend belastbar. Wenn ich mir 10 Jahre angucke und dann den ganzen Dezember oder die vierten Quartale vergleiche, dann ist es noch statistisch in aller Regel ein bisschen schwach. Und in aller Regel, da gibt es Ausnahmen, vor allen Dingen für Underlyings, die wirklich schon viel, viel länger gehandelt werden. Aber Day of Week, also sprich Montag, Dienstag und so weiter, da kriegen wir dann schon ein bisschen mehr Statistik, nämlich immerhin so über den Daumen gepeilt 52 Einträge pro Jahr. Und damit haben wir dann in Summe, wenn wir ein paar Jahre nehmen, auch ein bisschen Statistik. Der zweite große Part werden dann so ein ganzes Konglomerat aus Open Range Breakout Strategien, also alles, was mit Ausbrüchen zu tun hat. Da wollen wir uns ein paar angucken. Und wenn ich mich recht entsinne, habe ich jetzt sogar hier dann gleich noch einen dazu gepackt, den wir damals gar nicht mit uns genauer angeguckt haben, nämlich Gold. Also das wird dann heute nochmal was Neues, will ich aber ebenfalls mit zeigen. Was wir uns genauer angeguckt hatten, war Euro, japanischer Yen, dann den britischen Pfund, US-Dollar, der auch dann gerne mal unter dem Namen Big Ben Strategie läuft. Naja, und dann hatten wir uns auch nochmal Indizes angeschaut und dann kommt heute nochmal zusätzlich das Gold hinzu. Ich habe nochmal weiteres ausgewählt, nämlich die Power Candles, weil die eine super Überleitung nachher auch zu dem letzten sind, weil Power Candles, also Impulskerzen, sind halt das, was so eine schöne statistische Abweichung ist. Also so eine Abnormalie, nein, das ist jetzt doppelt gemoppelt, oder? Naja, nee, passt schon. Also es ist dann nicht so straightforward. Und immer wenn an der Börse etwas mal nicht mehr ganz hin und her wackelt, dann wird es interessant für uns. Also eine statistische Abweichung sind unsere Trading-Chancen. Den Satz hört ihr nicht zum ersten Mal von mir, weil das ist gewissermaßen einer meiner strong beliefs im Traden, was wir brauchen, ist die Abweichung vom Normalen und dann löst sich auch so ein bisschen das Rauschen in den Kursen auf und wir haben unsere Chancen.
Wie immer gilt, Chancen heißt nicht Garantien, aber wir haben wenigstens einen Wahrscheinlichkeitsvorteil, den wir nutzen können. Letztes Kapitel werden dann nochmal ein kleiner Blick auf diese sogenannten Martingalen-Trading-Strategien, die durchaus sehr interessant sind, meiner Meinung nach, aber nur, wenn man sie auch halbwegs richtig anwendet. Also, wir brauchen einen Stop-Loss und dergleichen. Dazu aber nachher nochmal mehr. Ihr findet auch zu jedem dieser Themen, die ich hier sage, jeweils ein eigenes Webinar im Verlaufe der letzten Monate. Jetzt wird nochmal ganz konkret gefragt, wann ist etwas nicht mehr statistisch schwach? Die Frage kann man leider so absolut nicht wirklich beantworten. Es gibt dazu mathematische Methoden, die sind dann so Testverfahren, die man anwenden kann, ganz generell in Bezug auf Statistik, setzen aber immer eins nachher voraus, dass man ein Kriterium wählt. Und dieses Kriterium, dann gibt es sowas wie 95% Kriterien. Die sind dann wieder willkürlich. Also man kann halt die Zahl höher schrauben, tiefer schrauben. Von daher kann ich diese Frage nicht so quasi beantworten in einer Formel. Also statistische Testverfahren heißt hier das Schlüsselwort. Und da mal ein bisschen nachschauen. Ich kann das aber auch demnächst mal ein bisschen vertiefen. Jetzt kommt noch eine weitere Frage, nehme ich gerne mal eben aus. Was hältst du als Statistiker eigentlich von Chart- oder Markttechnik, wenn ich fragen darf? Interessante Frage. Und ihr merkt schon an meinem Stottern und dass ich hier ein bisschen zögere, wie konkret ich diese Frage beantworten kann. Ich sag's mal, eher ein bisschen knallhart. Relativ wenig. Ich will euch auch ein paar Begründungen dazu liefern. Also wenn ich schon so eine harte Aussage mache, dann soll die auch ein bisschen begründet werden. Ich fange gerne immer mit einem ganz anderen Beispiel dann an, nämlich der Forex-Markt. Wir können uns einen Chart angucken, Euro, japanischer Yen, und legen dann da entsprechend Widerstandslinien, Unterstützungen, was auch immer, beispielsweise rein. Alles bestens. Soweit halte ich das alles noch für machbar. Schwierig wird jetzt die Belastbarkeit von genau solchen Aussagen dieser Linien. Erstmal ist es statistisch wieder da nicht ganz einfach, weil gebt ein und denselben Chart drei Charttechnikern, bekommt ihr mindestens sechs verschiedene Aussagen. Das ist aber noch nicht der entscheidende Punkt, sondern worauf ich immer gerne hinaus will, ist die Verquickung der ganzen Underlyings. Euro, japanischer Yen, mein Beispiel, ist ja, wenn ich das trade, das ist ja nicht wirklich ein Symbol, sondern das ist das Verhältnis von zwei Währungen zueinander. Euro gegen den japanischen Yen. Jetzt wird ja der Euro auch noch gegen ganz andere Währungen gehandelt und der japanische Yen ebenfalls. Und meine Pauschalkritik ist dann eher in der Art, naja, wenn da zwar jetzt im Euro-japanischen Yen eine Widerstandslinie einzumalen ist, was ist da mit US-Dollar-japanischer Yen? Was ist mit britisches Pfund-japanischer Yen? Ich muss ja das dann alles zusammen betrachten. Und nur weil jetzt in dem einen eine Widerstandslinie vielleicht offenkundig oder augenscheinlich ist, heißt das ja noch lange nicht, dass in den jeweils anderen, wo dann auch der Euro oder der japanische Yen drin vorkommt, das gleiche ebenfalls an der gleichen Stelle ist. Also es wird genau eben nicht sein, dass es alles an der gleichen Stelle ist. Und jetzt fangen an, diese Währungen, wenn jetzt so eine Widerstandslinie angelaufen wird, warum soll die jetzt eine sein? Nur weil sie jetzt im Euro-japanischen Yen als solche zu betrachten ist, es gibt dann vielleicht gar nichts im US-Dollar-japanischen Yen und so weiter. Also diese Verquickungen, also diese, dass die Währungen alle miteinander verrechnet werden können und jeder einzelne Chart ja dann diese Linien hätte. Nur der eine Chart weiß nichts vom anderen und warum soll er sich jetzt an die Widerstandslinie von dem anderen Chart halten? Das sind so grundlegende Sachen, wo ich immer ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Schließlich und endlich, wenn
Ist für mich immer wichtig, dass ich Sachen auch nachweisen kann. Und nachweisen heißt wenigstens im Sinne einer statistischen Auswertung. Gut. Kommen noch gerade einige Kommentare dazu. Ich will es jetzt nicht noch weiter vertiefen, nehme ich aber gerne mal als Thema mit auf, weil das lässt sich noch ein bisschen besser auch behandeln, als nur mal eben an so einem fiktiven Beispiel ohne Chart, Euro, japanischer Yen. Aber dazu dann nochmal mehr. Übrigens, etwas lieber mag ich das ganze Charttechnik im Bereich von Aktien oder auch von Indizes, weil halt besagtes Argument da nicht mehr ganz so offensichtlich ist. Da gibt es natürlich dann auch wieder andere Kritikpunkte, aber so deswegen gerade so Forex-Markt und Chart- und Markttechnik bin ich dann doch nicht so ganz so der Freund. Okay, aber natürlich wollen wir hier mal komplett einsteigen. Also direkt rein. Was war, ach so, genau, damit wollte ich anfangen. Also 17. 18. November ist die World of Trading in Frankfurt. Ihr könnt über JFD es immer auch schaffen, kostenlos, also ohne Eintritt reinzukommen. Das ist kein Problem. Da gibt es irgendwelche Links auch auf der Website. Wichtig ist mir einfach nur zu sagen, hey, wir sind da. Ihr könnt uns auch mal persönlich treffen. Damit meine ich jetzt ganz bewusst nicht nur mich, sondern halt auch andere, die ihr in Webinaren vielleicht mal hört. Ein Christian Kämmerer, einen Jens Klatt und dergleichen sind alle vertreten. Und wir sind am Stand. Wir haben da Vorträge. Wir haben eigene Seminarvorträge. Also auf jeden Fall mal eine Gelegenheit, vielleicht auch mal sich persönlich zu sehen. Mich würde es auf jeden Fall riesig freuen. Mal ein Gesicht hinter diesen Namen zu sehen, die ich jetzt hier so sehe, sofern sie sprechend sind, die Namen. Manchmal sind sie auch sozusagen lustig. Ich muss immer denken an den Herrn Draghi, der hier auch gerne immer teilnimmt, der sicherlich nicht der Draghi ist, der den Namen ebenfalls trägt. Also, würde mich einfach freuen. 17., 18. ist Freitags und Samstags in Frankfurt. Also auch der Samstag für die Berufstätigen ist vielleicht eine Möglichkeit. Also, wir sind da und würden uns freuen, euch dann auch mal zu treffen. Wenn wir jetzt über Trading-Strategien reden und die, die ich hier auch nochmal zeigen will, will ich ebenfalls nie vergessen, dass alles Statistik ist. Das heißt, und ich habe bewusst hier nochmal Vergleiche zum Beispiel mit dem Excel-Sheet-Trefferquote, was wir schon mehrmals hier in den Webinaren hatten. Das will ich auch nochmal ganz kurz einfach zeigen, nur dass ihr nochmal parat habt, worüber ich da mal rede. Wir haben hier eine solche ja, Statistik, also eigentlich ein Account, der einen positiven Erwartungswert hat, weil ich ihn halt in dem Fall so eingestellt habe. Und obwohl hier 1000 Trades gemacht werden und dieser Account einen positiven Erwartungswert hat, einfach aufgrund der Parameter, Trefferquote und bla bla bla, dann kann er mal so aussehen, was sicherlich jeden freuen würde, nach 1000 Trades. Er kann aber auch anders aussehen. Also immer wieder, wenn ich hier einen neuen Chart erzeuge, heißt das nur, ich drücke F9 und kriege neue Zufallszahlen. Und ihr seht, dass selbst ein positiver Account, also eine positive Erwartungswert, durchaus mal negativ laufen kann oder auch halt richtig schön nach oben. Alles ist da möglich und insofern benutze ich das immer gerne, um mich auch einzunorden, was könnte denn alles sein? Und wie gesagt, hier sind es 1000 Trades. Wir haben nicht viele Accounts von den Strategien, über die ich heute rede, die auf so eine Anzahl von Trades kommen. Wichtig ist nur, sich das immer zu vergegenwärtigen, dass sowas alles möglich ist. Wenn ich auf einen Account schaue, interessieren mich im Wesentlichen eigentlich nur zwei Zahlen. Das eine ist immer der maximale Drawdown. Das ist eine Zahl in Euro. Also, das ist nicht die größte Verluststrecke im Sinne von, wie viele Trades hintereinander wurden ins Minus gesetzt. Nee, es ist die größte Verluststrecke zwischen einem Maximum und dann einem dann irgendwann folgende Minimum im Account, kommen wir nachher nochmal zu, werde ich nochmal zeigen. Dieser maximale Drawdown ist so wichtig, weil er etwas damit zu tun hat, wie volatil diese
Trading-Strategie auch ist. Also welches Gesamtrisiko steckt denn da irgendwo drin? Das geht natürlich auch erst nach einigen Monaten, dass man überhaupt da eine ordentliche Zahl bekommt. Nach drei Trades kann man da sicherlich nichts sagen. Aber deswegen immer Drawdown ist ein ganz wichtiges Kriterium. Die zweite Sache, auf die ich immer schaue, ist dann die Slope Equity, also zu gut Deutsch, also die Steigung der Equity. Meinetwegen kann man auch einfach nur nach dem gerade aktuellen akkumulierten Profit gucken. Es ist nicht ganz so sauber, weil das ja dann immer so eine Momentaufnahme des gerade letzten Trades ist, also der inklusive des letzten Trades ist. Also insofern ist die Steigung immer noch ein bisschen besser. Aber diese zwei Kenngrößen, Profit gegen maximalen Drawdown, sind beides Größen, die wir, also zumindest ich, in Euro messe. Und die zwei Größen in Relation geben mir ein Gefühl für einen Trading-Account. Und ich bin in dem Moment auf jeden Fall auf der guten Seite, immer dann, wenn dieses Verhältnis zwischen Profit und maximaler Drawdown schon größer 1 ist. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr zufrieden, weil dann geht es definitiv richtig munter nach oben. Wenn wir soweit noch nicht sind, dann ist die Relation der beiden Zahlen durchaus mal genauer anzuschauen. Die andere Frage, die braucht er bei mir nicht stellen, gibt es ein Money Management und gibt es Stop-Losse für die einzelnen Trades? Die Frage ist natürlich mit Ja beantwortet, aber wenn ich halt generell auf Accounts gucke, ist das eine relevante Frage, die ich mir natürlich auch immer wieder stelle. Kurz zur Illustration, warum sind diese zwei Zahlen so interessant? Auch das ist eine Folie aus einem vergangenen Webinar. Welches ist hier von den vier Equity-Kurven die interessanteste Equity-Kurve? Und weil ich damit jetzt gar nicht so viel Zeit verbringen möchte, die interessanteste ist die Equity 2, also diese hier. Das ist hier die beste. Warum? Sie hat wenig Gezappel, also einen möglichst kleinen Drawdown und hat trotzdem einen ansehnlichen Gewinn. Also das ist der Account, der hier wirklich der beste ist, auch wenn der rote mehr Gewinne erzielt. Ihr seht sofort, ich könnte den braunen hier einfach das Risiko ein bisschen erhöhen. Dadurch könnte ich die Steigung nach oben tunen und hätte dennoch nicht so hohe Drawdowns wie in dieser braunen Kurve. Und deswegen, das ist die braune Kurve, ist sozusagen die erstrebenswerteste hier schlechthin. Genau. Gehen wir mal in die erste Strategie. DAX Day of Week Seasonal. Also Seasonals haben ja als Basis zyklisch wiederkehrende Ereignisse. Das ist das, worauf wir eigentlich abzielen. Das heißt, wir wollen sowas haben wie Muster. Und diese Muster können theoretisch natürlich sein, Monate, Monatstage, hier sowas wie vielleicht auch immer der Monatsanfang gegen Monatsende und Wochentage, einzelne Stunden, vielleicht die Kerze von 14 bis 15 Uhr als besonderes Muster. Und was wir dann fragen ist, gibt es wiederkehrende Muster mit wiederkehrenden Informationen, mit wiederkehrenden Abfolgen. Das haben wir genauer uns angeguckt und haben eine Wochentagsanalyse gemacht mit dem Blick drauf, hey, haben wir eine Vorzugsrichtung für einen bestimmten Wochentag? Also montags zum Beispiel immer long und dienstags immer short, zum Beispiel als Frage. Haben wir eine solche Vorzugsrichtung? Ja oder nein? Für die einzelnen Wochentage. Und unsere Analyse hatte dann ergeben, deswegen schreibe ich hier auch mal gleich noch das komplette Setup eben mit auf. Ja, also es ist schon was dran. Also wir müssen uns die Wochentage einzeln angucken, müssen aber noch zusätzlich wissen, sind wir in einem Bärenmarkt oder in einem Bullenmarkt? Und die Definition, ob wir jetzt in einem Bullen- oder Bärenmarkt sind, haben wir einfach an einem EMA festgemacht und in dem Fall mit der Periode 40. Ja, und wenn wir halt oberhalb vom EMA sind, dann sagen wir, wir haben einen Bullenmarkt, sprich montags, donnerstags und freitags gehen wir long und an den anderen zwei Tagen gehen wir short. Und im Bärenmarkt machen wir immer halt genau das Gegenteil. So sieht die ganze Strategie aus und das ist schon alles. Die Strategie hat einen Stop-Loss, 1,1% entfernt. Wir eröffnen den Trade morgens um 8. Wir schließen ihn auf jeden Fall um 22 Uhr. Egal, wo der Trade dann steht,
Was kann innerhalb des Tages noch passieren? Der Stop-Loss könnte erreicht werden. Ein Take-Profit hat die Strategie noch nicht mal. Das heißt, ganz einfach umzusetzen, morgens um 8 einmal auf den Chart gucken, Bullen-Bärenmarkt, dann auf die Datum gucken, welchen Wochentag habe ich und ich gehe meinen Trade ein. Abends um 22 Uhr Trade beenden, sofern der Stop-Loss nicht erreicht wurde, was in der Tat nicht besonders häufig passiert. That's it. Das ist die ganze Strategie und wie sieht sie aus? Dazu gehen wir natürlich dann in den entsprechenden Account. Und das ist hier auch genau die Strategie. Diese Strategie hat gestartet mit einem 2.000 € Konto. Ihr seht, machen wir mal kurz am heutigen Beispiel. Heute läuft ein Short Trade in dieser Strategie, also heute Morgen um 8 Uhr, genau genommen um 8 Uhr 1, weil ich immer die erste Minute noch abwarte, weil innerhalb der ersten Minute die Spreads auch schon mal noch auf Nachtmodus stehen, um 8 Uhr 1, dann aber definitiv nicht mehr. Da wird der Trade eröffnet. Es war ein Short Trade heute Morgen. Warum Short? Wir sind oberhalb vom EMA, den seht ihr ja eingezeichnet. Wir haben heute weder Montag noch Donnerstag noch Freitag, also wir haben Mittwoch, also deswegen ist es ein sogenannter Anti-Tag und deswegen ein Short-Trade. Naja, dass der jetzt heute genau im Plus liegt, ist schön. Darum geht es aber nicht, weil ihr wisst, wir reden immer über Statistik. Jetzt wird gerade nochmal gefragt, Definition Bullen-Bärenmarkt, also einfach nur der Vergleich zum EMA. Ihr seht also im Moment seit, naja, mittlerweile da ungefähr 4. September irgendwann sind wir hier in einem Bullenmarkt, weil wir die ganze Zeit oberhalb von diesem EMA liegen und davor waren wir mal einige Zeit lang auch in einem Bärenmarkt. Und dann kommt halt die entsprechende Definition der Wochentage und Stop-Loss und also dann die Trade-Richtung. Gut, wie sieht's aus? Um das mal kurz sich anzugucken, machen wir daraus aus dem Account, der jetzt schon einige Zeit lang läuft, kurz eine solche Analyse und gucken uns die mal an und dabei dann mal auch mal einen Blick nochmal auf das, was mich dann immer zusätzlich interessiert, wenn ich halt einen solchen Account mir angucke, nämlich wie ist der Drawdown, wie ist die Steigung und. Aus welchen Gründen auch immer, dauert es ein bisschen. Also sind schon ein paar Trades. Also erster Trade war am 1.6. Das heißt, das Ding ist jetzt ungefähr 4 Monate alt. Und das ist die Equity zu dem Konto mit genau dieser Strategie. Gut, der Charttechniker würde jetzt sagen, okay, Hälfte der Zeit ging es nach oben, danach Seitwärtsphase. Kann man gerne so sagen, ist aber einfach, so sieht halt dieser Account aus. Maximaler Drawdown, den wir hier zwischenzeitlich hatten, waren knapp 2,5%. Das dürfte von hier bis da nach unten gewesen sein. Das dürfte mehr sein als von hier nach da unten. Also hier war der maximale Drawdown. Slope, also die Steigung der Equity, ist positiv. Wo stehen wir dann in Summe? Naja, machen wir es mal schnell. Wir sind hier bei etwas mehr als 5% im Plus, hatten einen Drawdown von 2,5%. Also haben das Zweifache von dem verdient, was wir zwischendurch mal als maximalen Drawdown hatten. Jetzt, das hat nichts damit zu tun, dass ich mal irgendwann diese Strategie hier eingeführt habe. Sofort sage ich, Schlussfolgerung, schöne Strategie, perfekt, so soll es sein, so darf es gerne weitergehen. Gibt keinen Anlass zur Kritik an dieser Strategie. Bei allem Gewackel, was hier so passiert, alles bestens. Und dann bin ich auch schon sofort zufrieden. Und das ist dann auch meine Analyse des ganzen Accounts. Das sind wirklich die zwei Zahlen, auf die ich gucke. Wie weit bin ich vorne? Welchen Drawdown hatte ich? Und wenn das in einem guten Verhältnis steht, dann bin ich definitiv zufrieden. 4 Monate Statistik für diese Strategie ist noch ein bisschen schlapp, weil die macht ja nun mal genau einen Trade am Tag. Das heißt, so viele Trades sind es nicht. Hier steht es, 104 Trades. Aber ist immerhin schon etwas. Der EMA, der hier übrigens drin liegt, weil ich gerade gefragt werde, ist ein 40er EMA.
Dann kommt noch eine nächste Frage. Gibt es bei JFT einen Zeitstopp, sodass automatisch der Trade um 22 Uhr geschlossen wird, also nicht manuell? Also es geht nicht im Normal, Verfahren. Das heißt, also so wie bei, ihr könnt ja jede Order, die ihr aufgebt, mit einem Expire Date, also einem Verfallsdatum, versehen. Für offene Trades geht das so nicht. Was aber, glaube ich, geht, es gibt so viele Hilfstools auch von JFD. Ich gucke es mir gerne an. Ich werde es dir dann auch nochmal vorstellen, die automatischen Trade zu einer bestimmten Uhrzeit schließen. Da gibt es diese ganzen Add-ons und ich meine, da wäre auch einer bei, mit dem man den Trade zu einer gegebenen Uhrzeit dann schließen kann. Das ist hier eine Strategie und es ist zugegebenerweise die vielleicht simpelste Strategie, die man sich hier in Summe vorstellen kann. DAX Day of Week. That's it. Gucken wir mal, falsch. Gucken wir mal weiter. Was haben wir sonst an Strategien mit entworfen? Also alles rund um Breakout-Strategien. Breakout-Strategien. Ich kriege gerade auch schon die Hinweise, ja, in diesen Mini-Terminals kann man das machen. Schreibt mir hier gerade schon jemand rein. Also sollte gehen mit JFD. Und da gibt es auch sogenannte Smart Lines. Also mal mit vertraut machen. Ich stelle es dann aber auch nochmal hier explizit vor. Nächster Grundtypus an Strategien, das gerade war eine Seasonal, jetzt kommen Breakout. Breakout-Strategien, das ist hier mein Standardmusterbeispiel. Wie entstehen normalerweise Breakout-Strategien? Na, einfach dadurch, dass wir uns zunächst eine zeitliche Range setzen. Hier in diesem Chartbeispiel ist es Euro-Japanischer Yen 8, 0 Uhr bis 8 Uhr morgens. Wir fangen immer mit einer zeitlichen Range an. Übertragen diese dann, wenn wir dann 8 Uhr haben, in eine preisliche Range, macht in Summe diesen grauen Kasten hier. Und dann Breakout-Strategien funktionieren immer gleich. Buy Stop Order oben, Sell Stop Order unten. In aller Regel, und ab jetzt kommen Spezialitäten oder Feinheiten der Strategien, laufen die immer so, wird eine Seite getriggert, wird die andere Seite gelöscht, also die beiden Order sind OCO. Naja, und dann geht es halt weiter. Frage, wo sitzt der Stop-Loss? In den typischen Breakout-Strategien sitzt der Stop-Loss immer einfach auf der Gegenseite. Das heißt, die Sell-Order hier unten hat ihren Stop-Loss hier oben. Die Buy-Stop-Order hier oben hat ihren Stop-Loss genau hier unten. Also genau spiegelverkehrt. Und das sind die Breakout-Strategien. Die zugrunde liegende These heißt einfach, okay, wir haben eine bestimmte Zeit, in der der Preis irgendwo sich quasi festsetzt oder diese preisliche Range bildet. Und wenn er jetzt aus dieser Range ausbricht, dann bitte nachhaltig in die eine Richtung. Also natürlich so, wie man sich das wünscht, so wie mein gemaltes Beispiel hier, dann in eine Richtung, ohne wieder umzudrehen und. Und dann erreicht er vielleicht seinen Take-Profit oder einen Time-Stop oder wie auch immer man den Trade dann entsprechend beendet. Bei mir sind diese Art von Trading-Strategien, diese Breakout-Strategien, immer Intraday-Strategien. Das heißt, ich gehe nie hin und halte da Trades overnight, sondern in aller Regel immer, sage ich, hey, 22 Uhr ist Ende. Dann wird der Trade geschlossen, also auch bevor irgendwelche Swap-Kosten passieren. So eine Strategie wird halt gebildet durch ihre Anfangszeit, durch ihre Endzeit und zum Beispiel durch den Parameter, wie weit liegt man diesen Stop-Loss entfernt. Und was man dann typischerweise noch machen kann, ist, man kann noch, und das haben wir auch ein paar Beispiele dafür, wir können noch EMAs als Trendfilter einsetzen, in der Art und Weise, dass wir sagen, na, wir setzen doch nicht beide Order, nicht Buy Stop oben, Sell Stop unten, nee, nur eine von beiden und die dann abhängig zu der Lage eines EMAs. Das ist halt eine typische Variante, die ich auch verwende. Dann können wir noch mit den Range-Größen herumexperimentieren, indem wir da maximale Ranges definieren. Also wenn die Range zu groß ist, traden wir nicht. Oder wir können auch genau das Umgekehrte machen. Wenn die Range zu klein ist, dann traden wir auch nicht. Letzteres lässt sich immer sehr leicht dadurch begründen, dass wenn die Range einfach sehr klein ist, dann reicht so ein bisschen hin und her gewackelt und rennt unseren Trade immer in den Stop-Loss. Also gibt's viele, viele Varianten.
Also ich benutze gerne die Variante EMA noch als sogenannter Trendfilter. Was haben wir da alles gemacht? Wir haben uns eine Strategie mal genauer angeguckt, nämlich den DAX und den S&P 500. Das wird auch bei mir tatsächlich in einem Account getradet, die dann Substrategien haben. Deswegen gibt es hier dreimal DAX, dreimal S&P 500 mit jeweils einem EMA-Wert, mit jeweils Uhrzeiten von bis diese Range, die dann gebildet wird. Diese Strategien haben alle den EMA als Trendfilter und sie haben eine Minimum-Range. Das heißt, wenn die Range zu klein ist, dann wird gar nicht getradet. Was übrigens, das ist wirklich lustig heute, fast für die gesamten letzten Monate im S&P, also im S&P 500 der Fall war, dass fast immer die Minimum-Range nicht erreicht wurde, weil in dem Ding war ja nun wirklich überhaupt nichts los. Genau heute gibt es mal wieder einen Trade. Aber wirklich schon seit ewig Zeiten ist das, glaube ich, der erste Trade. Also wir haben zwei Underlyings, zwei Indizes, die wir genau nach dieser Breakout-Strategie fahren. Naja, auch da kurzer Blick ins Konto. Da sind wir hier. Und lassen wir mal das Bild aufbauen. Und ihr seht, dass wir hier im S&P 500 tatsächlich heute einen Trade haben. Der ist getriggert worden. Jetzt aktuell im Minus, okay. Wir haben noch hier einen laufenden DAX Short Trade, der dann im Plus im Moment steht. Naja, ihr seht, wie die Zahlen sind. Das Konto hat bei 4.000 Euro gestartet, steht im Moment bei knapp 4.200 Euro, hat also auch so knapp 5% zulegen können. Gucken wir uns das auch mal einmal genauer an. Ich muss mal ein bisschen auf die Uhrzeit gucken. Ich will euch gleich einerseits nicht langweilen mit hier mit solchen Equities. Andererseits will ich allerdings auch sagen, hey, das ist real, was hier getradet wird. Und kurz gucken, von wann das losging. Das ging am 10. April los. Und so sieht dann eine reale Equity-Kurve aus. Gut, auch da wieder die Frage. Ist das der Brüller? Nein, keine Frage. Ist natürlich jetzt irgendwie nicht der Brüller, dass man sagen würde, hey, da setzen wir ab morgen unser ganzes Geld drauf. Ist die Strategie profitabel? Antwort, ja. Also bei 4.000 Euro gestartet, Drawdown, hat sie von 7% mal gehabt. Das dürfte ungefähr von hier bis hier unten oder vielleicht sogar bis hier unten sein. Dann hat sie sich wieder erholt, dann wieder nachgelassen. Wir sind hier auch so ungefähr 5% im Plus. Das heißt, dieses Verhältnis ist nahe 1 zwischen Profit und Drawdown. Aber das ist schon mal gut. Wir sind im Positiven. Drawdowns sind völlig akzeptabel. In Summe geht die Steigung auch dieser Equity nach Norden und dann sind wir erstmal zufrieden. Also will ich nicht meckern. Wichtig ist mir immer, ihr seht hier Reales. Und real heißt wirklich real. So getradet und nicht irgendwie geschönt. Wie geht's weiter? Wir haben dazu noch zwei Forex-Paare uns mal genauer angeguckt, nämlich einmal tatsächlich Euro-Japanischer Yen, der auch so ein EMA als Filter bekommt, keine Minimum-Range und nichts, mit einem kleineren CRV. Da wird der Trade immer um 10 Uhr platziert und ja, der Account gucken wir uns gleich an und ich gehe dann auch gleich direkt weiter in den nächsten. Also Euro-Japanischer Yen Breakout. Gucken wir mal kurz, wir stehen, also bei 1.000 Euro haben wir gestartet, stehen jetzt bei knapp 1.080 Euro. Was schön ist, zum Beispiel auch heute ist dieser Trade, das könnt ihr jetzt nicht mehr so ganz super erkennen, der Trade wurde hier getriggert und lief bis hier oben. Da ist noch so ein Miniatur was Blaues zu sehen, da war mal der Take Profit von dem Trade. Der Take Profit wurde erreicht, deswegen ist der Trade auch schon im Take Profit hier verbucht. Und da schauen wir uns das Ganze auch nochmal einmal komplett an. Ebenfalls ziemlich einfache Strategie. Man muss immer um 10 Uhr was tun. Und dann gucken wir mal hier auch. Die läuft ebenfalls seit dem 10. April. Wie sowas aussehen kann.
Auch hier seht ihr, lief nach oben, lief nach unten. Wir haben wieder so etwas Ähnliches wie gerade. Drawdown und Profit sind in etwa gleich groß. Also zugegebenerweise ist der Drawdown etwas größer hier als der im Moment aktuelle Profit. Also wir haben 8% liegen wir vorne gegen einen Drawdown von 10 oder fast 11%. Also wir sind noch nicht bei 1, aber auf besten Weg dahin. Denkt immer, wenn ihr so eine Equity-Kurve seht, auch mal im Vergleich zu diesem ganz schnöden Excel-Sheet. Hier sind jetzt 132 Trades, aber Kurve geht nach Norden. Drawdown ist vertretbar. Von daher auch hier erstmal alles im grünen Bereich. So stelle ich mir das durchaus vor. Ich will euch ein Beispiel zeigen, was vielleicht nicht ganz so doll aussieht, nämlich das britische Pfund. Das ist auch mal durchaus sehr interessanter Account, damit man mal sieht, wie sowas laufen kann. Das ist der kleinste Account, der läuft, nämlich ein 500-Euro-Account. Ihr seht schon sofort, hey, bei 500 Euro gestartet, im Moment aktuell bei 502. Also diese Strategie hat sozusagen nichts verloren, aber auch nichts gewonnen. Aber auch das mal, dass man sieht, ist sowas vernünftig? Ist das irgendwie noch stimmig? Und auch da gilt die Aussage, jo, real getradet seit, das definitiv nicht die komplette Zeit, nicht seit dem 10., sondern da seit dem 1.6. Grob, also Ende Mai. Und da sieht der Account dann so aus. Nach Start lange Zeit nichts, dann super nach oben, dann wieder nach unten. Jetzt sind wir wieder beim Ausgang. Okay. Gute Nachricht ist natürlich trotzdem, wir haben nicht wirklich was verloren. Wir hätten natürlich auch hier vorne, hier oben anfangen können. Hätten wir also einen Monat später mit der Strategie angefangen, wären wir jetzt aktuell immer noch im Verlust. Auch das muss man sich ja dann einfach vergegenwärtigen. Nächste schöne Strategie, Breakout, funktioniert, auch wenn sie jetzt im Moment bei in Summe 0 steht. Aber ich sehe da keinen Grund, irgendwie an der Strategie zu zweifeln. Wir hatten heute übrigens den interessanten Fall, dass unsere Range zu groß war. Und deswegen wurde hier noch nicht mal ein Trade platziert und auch erst recht dann kein Trade ausgeführt. Ich hatte noch gesagt, ich will noch eine vierte hier zeigen, nämlich Gold. Gold ist so ähnlich wie, nicht, ja, ein bisschen so ähnlich wie DAX und S&P 500, hat auch wieder ein EMA, nur dass ich hier anders vorgehe. Ich habe explizit gesagt, ich unterscheide zwischen einer Short-Strategie und einer Long-Strategie. Und nur wenn ich auf der richtigen Seite liege, wird überhaupt ein Trade platziert. Ihr seht hier die Uhrzeiten, die fangen immer um 1 Uhr morgens an, haben dann verschiedene Endzeiten für die Range. Sie haben eine Minimum-Range und es ist tatsächlich hier bei dieser Strategie so, dass auch häufig kein Trade gemacht wird. Theoretisch könnte die ja, also das ist jetzt sehr theoretisch, 6 Trades am Tag machen. Das müsste allerdings eine ganz schön witzige Konstellation sein, dass sowohl die Short-Sachen als auch die Long-Trades hier dann zum Tragen kämen. Aber allein auch die Minimum-Range muss immer erstmal erreicht werden. Und das ist meistens eher nicht der Fall. Also die Strategie macht so grob einen Trade im Schnitt am Tag. Ansonsten ist sie auch wieder genau eine solche Breakout-Strategie, die ein EMA als Filter benutzt und zusätzlich fragt, ey, ich will nur Long oder nur die Short Trades eingehen. Gucken wir uns das mal kurz an. Hier ist zum Beispiel heute kein Trade platziert worden. Strategie hat bei 2000 Euro gestartet, liegt jetzt bei knapp 2200, ist also fast 10% vorne. Also schon ganz ansehnlich. Und wenn wir uns hier auch die Frage mit dem Drawdown stellen, dann sind wir da ziemlich gut unterwegs. Nämlich, wir haben hier gerade mal bisher einen realisierten Drawdown von weniger als 1,5%, liegen aber fast 10% vorne. Das heißt, hier haben wir unser Verhältnis zwischen
eingefahrenem Profit knapp 10% gegen 1,5% Drawdown ist natürlich extremst positiv. Das heißt, diese Strategie läuft gewissermaßen am besten von den Strategien, die ich hier gerade als Breakout-Strategien euch auch vorstelle. Tradet nur Gold nach einem ganz einfachen Ausbruchsmuster und so kann dann sowas aussehen. Ihr seht, auch hier gibt es Drawdowns, keine Frage. Und das sind dann auch mal mehrere Trades hintereinander, die alle in Sand gesetzt werden. Und trotzdem geht dieser Account schön langsam und stetig nach oben. Also gute Sache soweit. Gut, das waren mal alles Breakout-Strategien. Und gucken wir mal weiter, was wir noch mal uns vorgenommen haben, genauer anzugucken. Und ein Grundmuster bilden bei mir die Power Candles. Und die kommen jetzt gleich sogar zweimal, weil ich die nachher bei den Martingalen-Strategien noch ein zweites Mal euch mit vorstelle. Weil Power Candles haben für mich eine besondere Bedeutung. Power Candles, also eigentlich sind die Größen der Candle, und eine Größe der Candle ist immer der Kerzenbody, also der Unterschied zwischen Close zu Open, weil wir wollen nicht Dojis mit ewig langen Lunten und Dochten uns angucken, sondern wir brauchen eine richtige, ordentliche Kerze, also die einen richtigen Kerzenbody hat. Das ist das, was wir uns hier anschauen. Und ja, normal gilt schon, dass diese Kerzengröße, wenn man da mal eine Verteilungsfunktion draus macht, dann sieht das schon aus wie eine gaußsche Verteilungsfunktion, prinzipiell. Aber ihr werdet sehen, zu große tauchen zu oft auf. Also verglichen mit der reinen gaußschen Normalverteilung. Und das ist schon so ein kleiner Hinweis, wenn die großen Kerzen statistisch dann doch zu häufig auftreten gegenüber einem Zufallsverhalten, ja, dann sind das die sogenannten schwarzen Schwäne, also die Abweichungen von der Zufälligkeit. Und immer wenn dieser Satz auftaucht, Abweichung von der Zufälligkeit, dann haben wir eine Chance. Das ist die Chance für uns als Trader, weil jetzt haben wir zumindest den Vorteil, dass wir vielleicht nicht ganz so zufällig mit dem Kurs unterwegs sind. Also dieses Rumgeeier, was wir alle kennen, in den Charts. Kurs macht immer genau das, was wir nicht wollen. Also wir gehen in unseren Long Trade ein und schwupps geht das Ding nach Süden. Und diese schwarzen Schwäne liefern uns einen ersten Vorteil. De facto sind natürlich die Gründe für solche Impulskerzen in aller Regel News, welcher Art auch immer. Also das können auch ganz, ganz schlimme News sein, wie irgendwelche Anschläge oder also jetzt nicht sowas wie EZB-Zinsentscheid, da weiß man genau, wann die News kommen. Aber es können auch andere sein. Aber hier entstehen gewissermaßen die Märkte neu. Also hier wird sich neu sortiert. Und das bedeutet auch, dass die Großen dann doch mal mehr ihr wahres Interesse zeigen müssen, weil die müssen anfangen, ihre Positionen hin und her zu schichten. Und die Großen haben immer ein Problem, das wir nicht haben. Sie haben große Order und die können sie nicht mal so eben 10.000 Lot Euro, US-Dollar Long mal eben verkaufen. Nee, das geht natürlich so einfach nicht. Und deswegen zeigen die sich automatisch immer dann, wenn genau so etwas auftritt. Und das ist genau unsere Chance. Das sind die Impulskerzen. Und was wir uns da genauer mal angeguckt hatten, nur mal eben symbolisch, ist einfach diese Tatsache, dass wenn so eine Impulskerze auftritt, dann gibt es sowas wie einen typischen Verlauf danach. Und den können wir ausnutzen für unsere Trades in allen Varianten, die wir dann damals auch erarbeitet haben. Und das ist dann unser Wahrscheinlichkeitsvorteil, also so wie ich es jetzt hier musterhaft ausgesucht habe, wo es natürlich wieder funktioniert, ist ja logisch. Also nach der Long-Impulskerze ist auch danach die nächsten Stunden in Summe der Kurs weiter nach Norden gelaufen. Und das ist dann immer also ein Follow-Impulskerze. Das heißt, wir können dem Impuls einfach folgen und genau in diese Richtung traden. Und das geht insbesondere mit solchen Underlyings gut,
die, wie zum Beispiel hier Euro-US-Dollar, oder auch gerade diejenigen mit dem japanischen Yen im Namen, sind besonders gut hierfür geeignet, also für dieses Grundmuster. Auch dazu zwei Beispiele, nämlich einmal auf Stundenbasis. Da haben wir einen Account. Er ahnt, wo der gestartet ist. Bei 2000 Euro ist dieser Account gestartet, liegt aktuell im Minus. Gucken wir uns auch mal so einen Minusverlauf kurz an. Sind in Summe 8 Underlyings, die ich genau so trade. Immer nach dem Muster Impulskerze, also wenn einer auftritt, dann geht unsere Trading-Aktivität los. Und naja, so sieht diese vermeintliche Null aus. In Wahrheit ging es mal nach unten, dann einmal wieder nach oben, um dann wieder nach unten zu gehen und wir stehen wieder bei Null. Also ist zwar nicht genauso wie vorhin britisches Pfund, US-Dollar, aber in Summe ein Nullsummenspiel. Im Moment, also der Drawdown, den wir hier zwischenzeitlich in Summe mal hatten, war 7%, stehen im Profit von knapp negativ gegenüber, ist also keine profitable Strategie über diesen Zeitraum. Aber auch hier, naja, Schlussfolgerung überlasse ich euch selbst. Ich trade es auf jeden Fall weiter. Wir haben das Ganze einmal auf Stundenbasis gemacht und einmal noch auf D1-Basis, also wirklich Tageskerzen. Macht das auch vielleicht für den privaten Trader noch mal sogar einfacher. Und da gucken wir uns das so an. Sieht denn nicht genauso aus, sondern hier haben wir wieder den langsamen, stetigen Anstieg. Drawdown 3,5%. Wir liegen 5, 6, 7, 6% vorne. Prima, ungefähr doppelter Profit gegenüber Drawdown. Kann man sehr mit zufrieden sein. Ganz einfache Strategie, einfach nur auf Basis dieser Impulskerzen und laufen sukzessive langsam nach oben. Wenn man das dann vergleicht, ja, jetzt habe ich den einen, die Stundenkerzen, die mir gerade nichts bringen und die D1-Kerzen, die mir ein bisschen was bringen. Ja, so ist halt die Kombination aus allem, solange da nichts Abnormales passiert. Also jetzt, wenn ich da so einen Drawdown hätte in den Stunden von schon 20%, ah, da würde ich dann doch mal langsam hellhörig werden, vielleicht nochmal meine Statistik hinterfragen, die zu den entsprechenden Parametern geführt hat. Aber aktuell gibt es da sozusagen keinen Bedarf. Wir haben noch ein ganz anderes Thema uns vorgenommen, was ebenfalls aus meiner Sicht hochinteressant ist, nämlich die sogenannten Martingalen Strategien. Kurzer Abriss, wo kommt das eigentlich her? Eigentlich, Martingale ist ein Teufelszeug. Ich will es immer wieder betonen, weil was man hier macht, ist, man kauft nach im Verlust, man verdoppelt womöglich den Einsatz vom nächsten Trade, also so wie es in der ursprünglichen Variante vom Roulette-Tisch, da kommt das Ganze nämlich her, auch passiert. Also Story ist wirklich einfach. Ihr macht einen Trade oder ihr setzt am Roulette-Tisch rot oder schwarz und wir vernachlässigen sogar mal eben die Null. Und wenn er verliert, verdoppelt er euren Einsatz. Das Ganze ist so trivial, wie ich es gerade sage. Und ups, führt dann zu Equity-Kurven, wenn man das mal mathematisch angeht, die immer lustigerweise so aussehen. Die haben immer scheinbar eine positive Steigung. Nur dummerweise haben die mal zwischendurch so monstermäßige Einbrüche, die dann jetzt hier in meinem Beispiel auch einfach mal die Kontosize durchschreiten. Das ist Martingale, so wie es im Lehrbuch steht. Und hier wird auch immer brav verdoppelt. Also immer wenn ich falsch setze, rot oder schwarz, verdoppel ich anschließend meinen Einsatz. Aber ihr seht auch, es kann schon alles nach oben gehen oder es geht eigentlich immer nach oben. Es kommen nur dummerweise immer diese blöden Einbrüche dazwischen. Also hier mal ein bisschen extremer. Das ist das Grundkonzept von Martingale. Aber wir können das verwenden. Wir müssen es nur ein bisschen besser machen als dieses sture Verdoppeln,
Und wir müssen vor allen Dingen sehen, dass wir einen realen Stop-Loss mit einbauen. Das heißt, in Strategien, wie ich sie hier auch dann umsetze, ist es so, dass natürlich die Trades dann einen Stop-Loss kriegen. Das heißt, es gibt eine Summe X, die bin ich bereit zu riskieren. Und das Ganze endet dann immer in einer sogenannten Trade-Sequenz. Soll heißen, das läuft ein Trade. Es wird zum Beispiel ein Long-Trade Euro-US-Dollar aufgemacht. Und wenn der dann in den Verlust geht, ab einem bestimmten Verlust, kaufe ich nach. Aber immer gemäßigt. Also bei mir geht alles hier 0,01 Lot-Size. Und der nächste Trade ist dann wieder 0,01 Lot. Und so weiter. Also nichts verdoppelt. Aber natürlich hat diese Trade-Sequenz einen Stop-Loss und den, wenn der dann eintritt, dann wird auch die gesamte Trade-Sequenz trotz des Nachkaufens, und deswegen steht ja auch nochmal genau das, was man eigentlich im, nach Lehrbuch nicht machen soll, wird hier gemacht und ist auch erstmal prinzipiell okay. Kann man so machen. Wichtig ist nur, dass man halt diesen Stop-Loss mit eingeht. Und wie sowas dann real aussehen kann, will ich euch natürlich auch zeigen. Und zwar einmal in einer total sturen Variante. Wo ist denn jetzt? Und zwar in dieser hier. Und da sehen wir auch mal nur, hier seht ihr auch so Trades, die noch eingemalt sind. Plus-Trades sind immer grüne Linien. Rote Linien sind dann Verluste, aber die bilden hier immer so eine ganze Gruppe. Das ganze Ding hier war eigentlich ein Gewinntrade. Da ist ein Trade gemacht worden, da ist dann nachgekauft worden und schließlich und endlich ist der Trade als Gruppe dann in Gewinn gelaufen. Dieser Account hier hat im Moment auch einmal genau sein Stop-Loss von einer Trade-Sequenz mal erreicht. Deswegen steht er im Minus, also er ist bei 25.000 Euro gestartet, ist aktuell also etwas noch 430 Euro oder so im Minus. Machen wir auch da mal so einen Bericht, obwohl wir jetzt hier wirklich viele, viele Trades haben. Ich hoffe, das geht hier schnell genug. Die Strategie an sich ist brutal. Sie tradet Long und Short von ein und demselben Underlying und das auch noch simultan. Das heißt, sie hat keinerlei zusätzlichen Input, also sowas wie eine Vorzugsrichtung oder dass sie schon weiß, hey, da gibt es einen Wahrscheinlichkeitsvorteil vielleicht auf der einen Seite. Und das aber auch mal gezeigt, so kann sowas dann aussehen. Wenn ihr seht, das Konto ist schön nach oben gelaufen, hatte hier mal so eine Delle und ist dann erstmal knapp 300 Euro im Plus, hat dann mal eine Menge Trades, die sind in Wahrheit alle zum gleichen Zeitpunkt. Hier unten steht immer eine Trade-Nummer und keine Uhrzeit oder kein Datum. In Wahrheit sind die dann alle mehr oder weniger gleichzeitig in Stop-Loss gelaufen. Von daher gibt es dann hier die Delle nach unten. Und dann sehen wir hier wieder die Erholung, die langsam wieder eingetreten ist. Es ist hier so, das sind jetzt knapp 1000 Trades, die hier gemacht wurden. Konto steht also aktuell 430 Euro im Minus, hatte einen Drawdown hier von 4,5%, ist aber noch auch völlig okay. Dieses Konto macht so ganz grob 500 Euro plus im Monat. Das heißt, so ein Ereignis wie dieses hier darf nur alle 2 Monate einmal passieren, dann ist noch alles im grünen Bereich. Häufiger darf es aber auch nicht passieren. Wichtig ist nur, dass halt ein solcher Stop-Loss mit dabei ist. Und ansonsten geht das dann hier so richtig nach oben. Ich trade das, weil gerade die Fragen kommen, auf H1-Basis, nicht kleiner, weil mir sonst die Trade-Frequenz einfach zu groß wird. Und ihr wisst immer, Trade-Frequenz zu groß heißt, ich muss immer noch die ganzen Kosten verdienen. Da werde ich typischerweise nicht profitabel, deswegen hier auch H1. Dann kommt die nächste Frage gleich, ob das hier regelmäßig angepasst wird, also walk-forward-mäßig. Yep, Antwort ja, wird ständig aktualisiert und es werden sogar einzelne Währungspaare ein- und wieder ausgeschaltet. Das heißt, es kann dann sein, dass irgendein Währungspaar dann plötzlich nicht mehr getradet wird, aber irgendein anderes dann wieder dazukommt.
Das mal eine Variante, die stur sowohl Long als auch Short von demselben Underlyings einfach hier tradet. Dass es auch anders geht und dass man noch ein bisschen mehr sieht, wie man das Ganze auch dann weiter verfeinern kann, ist, indem man nämlich genau das nutzt, was wir, ich glaube, letztes Mal haben wir es gemacht, Predictive Power. Wir haben uns gefragt, haben Indikatoren eine Vorhersagekraft und hatten auch Sachen herausgefunden, die wir nutzen können. Und das heißt, wir haben dann sowas wie eine Vorzugsrichtung, die wir vielleicht bevorzugt traden sollten. Also nicht Long Short gleich simultan, das, was wir gerade gemacht haben, sondern jetzt nutzen wir einen Wahrscheinlichkeitsvorteil mittels eines Indikators und das ist dann schon genau das, was wir einfach ausnutzen. Jetzt hoffe ich mal, dass der hier auch reagiert und kommt. Da haben wir so einen Account, der ist bei 3.000 € gestartet und ihr seht auch hier mal schön gleich an dem Bild, wie so eine Sequenz entsteht. Hier wird ein EMA verwendet als Wahrscheinlichkeitsvorteil. Es werden drei Währungspaare getradet, die in Summe so einen Kreisschluss bilden, also Out-Cut, Out-Neuseeland-Dollar, Neuseeland-Dollar-Cut. Also diese drei werden hier als Gruppe getradet und so verhält sich dann ja so solche Trade-Sequenzen mit diesem Mechanismus Nachkauf und dem Wahrscheinlichkeitsvorteil des Indikators. Das heißt, hier gehen wir nicht Long Short simultan, sondern wir gehen immer nur in eine Richtung und führen gegebenenfalls auch solche Nachkäufe durch. Wenn wir mal kurz gucken, jetzt sind wir schon drüber. Ich zeige euch aber trotzdem gleich noch ein bisschen genauer, wie das sich verhält in so einem Account. Hier ein zweites Beispiel, darauf will ich nochmal hinaus. Auch hier nutze ich nämlich Power Candles. Das heißt, ich mache jetzt hier das genau das Gleiche. Den Wahrscheinlichkeitsvorteil der Power Candle nutze ich für die initiale Trade-Eröffnung. Das heißt, wenn so eine Trade, ein Power Candle hier vorliegt, jetzt ihr seht hier nicht mehr wirklich noch sauber getrennt die einzelnen Kerzen, weil die Historie zu lang ist oder ich, wird das mehr so ein Linienchart. Aber hier, wo ich jetzt gerade mit dem Cursor bin, da war so eine Power Candle nach Süden und ich habe einen Trade, einen Short Trade an der Stelle eröffnet. Würde diese Position hier nochmal ins Minus laufen, hätte ich solche Nachkaufsituationen gehabt. War aber jetzt bei konkret dem Trade hier überhaupt nicht nötig. Das ist übrigens eine seltene Situation, dass diese Art von Strategie in allen Underlyings gerade hier im Plus liegt. Und dass das nicht gerade wenig ist, das seht ihr unten hier auch an den Zahlen. Also Account bei 3.000 € gestartet, steht im Moment bei 3.300, also mehr als 10% vorne. Machen wir es bei dem auch nochmal eben direkt. In Wahrheit, ich erzähle dabei ein bisschen weiter, handle ich diese Art von Strategie auf vier Subaccounts, zweimal mit Power Candles, zweimal mit EMA. Und bilde dann für mich intern daraus dann wieder so ein Portfolio. Aber die Logik ist slightly Martingale im Sinne von, ja, es wird nachgekauft im Verlust. Es gibt aber einen Stop-Loss für eine solche Trade-Sequenz. Und hier natürlich auch initial die Trade-Eröffnung. Wenn jetzt hier der Reiter mich mal schieben lässt, dann kann ich das vielleicht auch mal nach unten ziehen? Da haben wir es. Und ihr seht, auch da passieren solche Minussequenzen, aber in Summe ja, geht das hier richtig schön nach oben. Und es entwickelt sich eigentlich sehr gut. Und das schon in relativ kurzer Zeit. Also Drawdown hier knapp 6%. Konto steht bei mehr als 10% vorne. Von daher geht das also so munter nach oben. Diese vier Accounts mit ihren unterschiedlichen
Substrategien, das will ich ja noch kurz einmal zeigen, bilden dann hier für mich so ein kleines Portfolio. Und das heißt, ich habe jetzt hier diese vier Substrategien, wo jeder Einzelaccount durchaus auch schon im Plus steht, aber dann die Summe natürlich nochmal besser von allen Vieren. Und dadurch kriege ich das Ganze noch ein bisschen besser diversifiziert. Jetzt hoffe ich mal, der lässt mich hier auch noch euch den Chart zeigen. Das ist dann die Summe der vier Accounts, die jetzt in Summe knapp 1000 Euro vorne liegen. Ja, es gibt natürlich die Drawdowns, auch hier, weil ich habe Stop-Loss trotz Martingale. Aber ich nutze halt explizit diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil, so wie wir ihn auch letzte Woche in dem Webinar oder vor 2 Wochen mal rausgearbeitet haben, um mich auf die bessere Richtung einzulassen. Und genau das ist das, was ich dann hier ausnutze. Jetzt fragt gerade schon jemand, ob ich das händisch mache. Nein, ich mache es natürlich nicht händisch, sondern die Umsetzung der Strategien, die Umsetzung der Strategien erfolgt hier dann in der Regel über einen Expert Advisor. Oh, bei jemandem ist der Bildschirm eingefroren. Ich hoffe, nicht bei allen, sondern nur bei einem. Also auf meinem Kontrollbildschirm läuft er noch und dieser Chart ist noch gerade da. Also zumindest auf meinem Kontrollbildschirm ist er ebenfalls zu sehen. Ja, heute mal eine ganz andere Art von Webinar. Ich wollte euch einfach ganz bewusst mal nach 6 Monaten zeigen, hey, wir machen hier einige Untersuchungen, leiten daraus Strategien ab. Einige von denen lassen sich auch super sogar komplett manuell traden. Zugegebenerweise diese Sache am Ende mit Nachkaufen in der Form, wie ich es jetzt hier vorgestellt habe, ja, braucht dann schon eher einen EA. Aber das Konzept ist mir wichtig. Konzept im Sinne von, bleiben wir mal kurz nochmal gedanklich beim letzten. Sowas mit Nachkauf ist zwar verpönt, ist aber auch auf der anderen Seite auch durchaus zulässig, aber nur dann, wenn ich auch nach wie vor einen Stop-Loss für meine Trades habe oder dann für eine solche Trade-Sequenz. Alles andere wäre immer zu brutal und wäre mir dann einfach zu riskant, weil ich dann das Gesamtrisiko nicht wirklich überblicken kann, außer dass ich sage, ja, mein ganz gesamter Account stellt mein gesamtes Risiko dar, aber das will ich natürlich nicht. Aber jetzt sind auch die Übertragungen glücklicherweise weitergelaufen. Das ist schön. Also, wie sieht's aus? Also nach 6 Monaten, ja, nicht alles ist automatisch im Plus. Wir haben Accounts auch gesehen, die im Minus stehen. Auch gerade ganz am Ende hatten wir nochmal einen. Ansonsten waren die Minus-Accounts sich dann wirklich sehr, sehr in Grenzen. Wir liegen auf der profitablen Seite, das ist schön. Trotzdem natürlich die Bemerkung, ist das irgendeine Garantie für die Zukunft? Logischerweise no. Die gibt es beim Traden nicht. Hätten wir Traden mit Garantie für Erfolg, hätten wir eine Gelddruckmaschine und dann gäbe es jemanden, der dafür sorgt, dass sie nicht mehr funktioniert. Wie auch immer das dann passiert. Aber haben schon einiges erreicht, haben aber noch vieles vor uns. Nächsten Monat kommen dann wieder ganz neue oder andere Strategien mit dazu. Accounts dazu laufen übrigens auch schon. Aber dazu natürlich dann wieder mehr. Bewusst mal wirklich Hosen runter sozusagen, wie das salopp gesagt. So steht's ums reale Traden. Und so wollen wir natürlich weitermachen, hoffentlich weiterhin auch mit Erfolg, so wie der, den wir bisher hier haben. Also mal komplett anderes Webinar mit noch ein bisschen Zusammenfassung der letzten Strategien, auch mit paar Parameter nochmal aufgelistet. Folien habt ihr. Ansonsten, heute ist noch Fußballabend, wer es noch nicht weiß. Euch noch einen schönen Abend und wir hören uns sicherlich bald wieder und vielleicht sogar auch auf der WOT dann mal persönlich. Soweit von mir. Euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschö.